Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und weiter geht's in meiner Stadt von Sunset Harbor. Da ist doch die schöne U-Bahn, die so oben rumfährt und wir haben ja absolut gar keine Bäume stehen. Und ich mache einfach mal weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, beziehungsweise war dazwischen noch ein Livestream gewesen. Da will ich hier mal ganz kurz hin. Allerdings habe ich mich gerade gefragt, wie groß sind denn hier bitte die Wohnungen? Haben die echt... Also da ist ja noch niemals Platz für ein Treppenhaus. Jetzt mal ganz im Ernst. An sich finde ich es ja ganz cool, aber... Das ist halt einfach nur ein Zimmer so. Also, ist schon sehr interessant. So, also folgendes. Ich habe am Mittwoch gelivestreamt und war City Skylines. Habe zwei Sachen gemacht. Einmal habe ich die Stadt um 20.000 Einwohner erhöht. Wo das Ganze passiert ist, zeige ich hier im Moment. Und ich habe eine Challenge-Map gemacht. Das, was hier nach stattfinden wird, nach dieser Map, wird die Challenge-Map gemacht. Wir haben ja gesagt, wir werden so ungefähr 100.000 machen auf der Map. Und dann werden wir mal weiterschauen, weil hier sind ja auch absolut gar keine Modifikationen drauf. Ich finde eigentlich ganz gut, dass ich bis jetzt den Verkehr einigermaßen so hinbekommen habe. Und auch hier der Kreisverkehr, der war vorher wirklich am Ballern und da ist jetzt auch alles Taco, wo wir gerade bei Kreisverkehr sind. Auf der Seite, dieses Wohngebiet, der Stream Park, der wurde quasi komplett im Stream gebaut. Da sind, ja okay, 15.000 Einwohner. Ich glaube, die anderen 5 sind da nochmal irgendwo zwischen eingezogen und... prinzipiell entsteht oder besteht der Stadtteil hauptsächlich aus Straßen mit Fahrradwegen. Und man sieht auch, es fahren relativ viele Fahrrad, wenn man das anbietet. Und damit habe ich vorher eigentlich noch so gut wie nie was gemacht. Und hier war auch vorher richtig fett Stau. Da habe ich hier ein bisschen die Auffahrt verändert, dass man hier direkt rauskommt. Und ja, der einzige Verkehr Stau, beziehungsweise wo ein bisschen zähfließender war, war immer hier. Aber eigentlich geht's so. 82%, top. Übrigens nochmal vielen Dank an alle, die ihre Map schon eingeschickt haben. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich werde mir eure Städte mal anschauen und versuchen an euren Städten einmal zu wachsen. Also, dass ich besser werde in Verkehrsplanung und so. Ich möchte ja auch mal irgendwann nach 400 schon besser werden. Ich meine, so schlepp bin ich nicht. Aber man kann besser werden, um das nochmal zu sagen. Und ja, und da würde ich ganz gerne mal... die ein oder andere Stadt von euch haben. So. Aber wie gesagt, jetzt kommt erstmal die Challenge-Map nächste Woche wahrscheinlich, weil wir sind ja auch ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Also die Kitas sind ja zu und wir haben ja auch einen kleinen Menschen, der hier rumläuft. Und das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Weil man sich da halt ein bisschen abwechseln muss. Und deswegen kann sein, dass es nicht ganz regelmäßig hier wird, aber ich... guck so, wie ich halt Lust und Zeit habe. Das ist halt immer das... Also maßgeblich bei mir immer halt auch die Lust. Weil ich glaube, wenn man... Also wenn man absolut keinen Bock auf irgendwas hat, dann merkt man es auch. So, ich kann euch ja keine Kacke erzählen oder so. Aber ich denke mal, so als Zuschauer merkt man schon, wenn derjenige, der da gerade streamt, keine Lust hat. So. Um das mal nochmal zu sagen... Oh, warte mal, ich sehe gerade, hier ist so ein Bad. Soll ich jetzt hier echt einen Weg durchziehen? Das wäre natürlich schon hart. Andersrum entstehen vielleicht ein paar neue Häuser dann. Wir gucken einfach mal. Und tschüss. Oh Mann, da waren so viele Leute drin. So, aber allerdings würde ich ganz gerne dieses Gebiet hier trotzdem weiter noch schön aufbauen. Oder zum Teil, so dass es jetzt nicht zu überladen wirkt. Hier an der Stelle hätte ich ganz gerne mal so eine Art... ja, Promenade, aber nicht jetzt mit den krassen Häusern, sondern jetzt auch mal mit ein paar gediegeneren Häusern. Genau, und dann lassen wir hier einfach mal die Straße rübergehen. Hier habe ich auch eine Einbahnstraße gewählt, die ins Gebiet geht. Relativ viele Paradox Parks, Paradox Plätze aufgebaut. Also in dem Stadtteil sehr viel. Da, hier vorne noch. Aber die haben halt auch eine große Range. Und ich freue mich auch darauf, wenn ich dann irgendwann mal wieder eine Stadt mache mit Modifikationen. Allerdings, wie gesagt, das nächste, was kommen wird, sind eure Städte, die ich versuche mir mal... Also das, was ich schon mal versucht hatte, aber aus Gründen, die ich schon 5-mal erläutert habe, nicht machen konnte. So sei es, wenn man gerade ein eigenes Let's Play laufen hat und dann die ganzen Assets immer durcheinander macht und sowas dann halt. Wird auf jeden Fall cool. So, das sieht doch schon mal vorzüglich aus, weil... Man sieht ja, hier sind hauptsächlich immer so große, fette Gebiete und dazwischen ist einfach nichts. Und eigentlich, klar, wenn man auf Einwohner aus ist, würde man jetzt hier auch die großen, fetten Gebiete machen. Aber
trotz der Einwohnerzahl möchte ich ganz gerne irgendwie, dass es trotzdem ein bisschen schön aussieht hier in gewissen Teilen. Auch wenn wir immer noch keine Bäume gesetzt haben. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe keine Modifikationen drauf, um Bäume zu setzen. Jetzt sagen alle, ja, ist doch egal. Ja, aber nur mal so, man muss jeden Baum dann einzeln setzen. So, kein Witz. Jeder Baum muss dann einzeln gesetzt werden. Das ist dann ehrlich gesagt uncool so. um das mal zu erläutern. Alter, das ist aber hoch. Und auch hier so ganz einfache Modifikationen, wo man hier die Meter einstellen kann. Precision Engineering, wo man alles sieht. Bester Satz überhaupt. Aber ich glaube, oder hier, dass man hier auch mal drüber bauen kann. Okay, das ist sehr niedrig. Aber ich denke mal, Leute, aber die mit Modifikationen schon was gemacht haben, die wissen, wovon ich rede. Ja, da geht das auch nicht, hör mal. Das ist doch... So hoch ist doch nie ein Übergang. Ja, hier schon jetzt, aber prinzipiell so. So, dann machen wir hier nach unten. Das wird bestimmt gut jetzt. Oh, sieht gar nicht so steil aus, wie ich erwartet habe. Okay. Ja, Baubereich belegt. Machen wir so. Und wer übrigens mal beim Stream dabei sein möchte, City Skyline Stream hat echt Spaß gemacht, haben wir auch relativ viel geschafft. Link dazu einfach in der Videobeschreibung, beziehungsweise auch auf dem Kanal. Da machen wir halt, also hauptsächlich mache ich da natürlich keine Aufbauspiele jetzt. Sekunde, wo sind die Wege? Sondern da mache ich auch viel, also klar, wenn mal irgendwie ein neues Aufbauspiel kommt und ich das gerade zugeschickt bekommen habe, dann mache ich das auch. Aber prinzipiell läuft da halt viel Minecraft, viel Final Fantasy 14 auch. Und dann auch so die neuesten Spiele. Valorant hatten wir uns mal angeguckt. Wollte ich jetzt demnächst auch mal wieder streamen. Wer da mal reingucken möchte, einfach mal reinlunzen. Und viele wünschen sich auch Animal Crossing. Aber da bin ich mir noch gar nicht sicher. So absolut gar nicht. Und genau, Verlosungen gibt es jetzt auch bald mal ein paar mehr. Aber das ist jetzt echt mal ein schön vorbereitetes Gebiet. Hier vorne könnten wir eventuell... Oh Mist. Ja, das ist ein bisschen blöd. Da sind kleinere... Vielleicht kann ich hier in dem Bereich mal was hinbauen. Weil das ist nur 3D, komischerweise. Nee, warte, das darf ich nicht. Keine Assets. Ah doch, guck mal, der wird genau da reinpassen. Wie cool wäre das denn? Zack. Wunderhübsch. Krass, dass er da genau reinpasst, ne? Oh, das sind Kanäle. Die sind auch super schön eigentlich. Und dann machen wir noch hier einen Park. Ja, ist doch super. Cool. Und wollt ihr einen Fußballverein hier drin haben? Wenn ja, wie soll der denn heißen? Wer wohnt eigentlich hier? Da soll keiner drin wohnen. Deswegen hatte ich das auch gerade im Sinn, weil ich mir überlegt habe, wo können denn coole kleine Wohngebiete hin? Und dann habe ich den da gesehen. Und dann dachte ich mir, warum wohnt der da? Aber krass, wie viele jetzt einfach herfahren bei dieser Umgehungsstraße. Wahnsinn! So, dann machen wir das hier mal voll. Ja, auch. Das sind jetzt wirklich so klein. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Aber das wären ja wirklich kleine Häuser. Die sehen auch meist immer sehr schön aus in den jeweiligen Gebieten, dann, wenn man das so speziell stehen hat. So, und dann haben wir hier schon mal bis zum Rand geballert. Und ja, hier, ich weiß, hier müssen echt Bäume hin. Aber richtig viele Bäume. Guck gerade mal, könnte man... Oh, warte mal, das könnte man echt mal machen. Tada! Aber ich glaube, ich werde, wenn ich eure Städte mir vornehme, werde ich es, glaube ich, ein bisschen anders machen als vielleicht manch anderer Kanal. Die dasselbe Format... Also, ist ja kein neues Format, ist ja uralt. Das hatte ich ja schon bei Minecraft früher. Zeigt mir eure Base. Oder schickt mir eure Map und ich gucke die an. Das ist ja nichts Neues. Aber viele reparieren halt erst den Verkehr. Wobei ich finde, maßgeblich fast schon wichtiger die Nahverkehrsmittel. Also vielleicht werde ich da einen anderen Weg einschlagen, dass er vielleicht erstmal in Nahverkehrsmittel reingeht. Voll gut. Gehen wir so rein. Und dann schauen wir einfach mal. So, sehr gut. Wunderhübsch. Und hier nochmal die Gebiete.
So, weiß nicht, ob das reicht, aber wir gucken mal. Normalerweise müsste ich genau wissen, ich spiele schon 400 Stunden oder so. So, das sieht doch vorzüglich aus. Und ihr könnt alle einziehen. Los geht's. Es scheint zu klappen. Die Leute ziehen ein. Der war wahrscheinlich laut, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ist keine gute Angabe. Wir gehen mal ganz kurz in den Fähr- und Bushafenknoten. Da ist er, glaube ich. Ja, der hat eine relativ... Ja, bis zum zweiten Mast. Bis ungefähr hier hat er eine Lautstärke. Also werden wir da mal Folgendes machen. Wir werden da eine Baumreihe hinbauen. So. Und ich finde es ehrlich gesagt voll amüsant. Fällt mir gerade mal ein. Bei Minecraft, da schreien immer ganz, ganz viele, dass ich mal normales Minecraft wieder spielen soll. Und wenn ich hier normale Cities spiele, schreien ganz, ganz viele, mach wieder Modifikationen rein. Das ist einfach so cool. Oh. So wirklich so ein Vorzeige-Ding. Gegensätze. Vorzeige-Gegensätze-Ding. Und ein Hundepark. Machen wir den mal. Ja, doch, den machen wir hier. Hey, wir haben keinen Strom. Haben die vollkommen recht. Ja, da müssen wir halt ein bisschen warten. Da wird auf jeden Fall gleich Strom da sein, wenn die Gebiete sich ausgedehnt haben. Dann geht's auf jeden Fall. Hier ist aber echt schon viel los. Zum Nachhinein würde ich sagen, da machen wir eine dicke Straße hin. Ne? Aber noch geht's eigentlich. Weil an sich fahren die auch nur hier in meinem Kreis so rum, ne? Irgendwie? Okay. Ja, ich erkläre euch halt auch, wo die Autos herfahren, ne? Präzise genau. Die fahren halt im Kreis. Okay, unten der hat Strom. Perfekt. Da machen wir jetzt keine Straße hin. Die lassen wir angeschlossen. Den machen wir noch so. Und den machen wir bis hier. Und das verbinden wir da. Super gut. Und dann machen wir hier Folgendes. Lass mal laufen. Wenn die da kurz keinen Strom haben, dann ziehen die halt aus, ey. Ist mir doch egal, da stehen da bestimmt 300 Leute, die da wieder rein wollen. Das ist so, keine Ahnung. Berliner und Hamburger Wohnungsmarkt. Das ist immer so krass einfach. So. Das ist schon mal gut. Aber das ist halt da, wo halt ganz, ganz viele wohnen wollen. Da ist halt genau das Problem. Das ist das Busdepot, glaube ich. Da-dann! Und ich hatte es schon mal erwähnt. Aber ich wurde mal gefragt, beziehungsweise die Idee kam mal auf, jetzt kommt es nämlich, ein City Skylines Buch zu schreiben. Und ich hätte auch mega Lust, sowas mir ins Regal zu stellen. Aber ich habe keine mega Lust, das zu schreiben. Oh Mann, das hatte ich schon bei Minecraft gemacht und das war echt verdammt viel Arbeit. Und ich glaube, prinzipiell würde ich es gar nicht mehr reinbekommen irgendwo. Okay, warte. Die meckern über zu laut. Feuerwehr, Wache. An der Stelle ist hier gar nicht gegeben, ne? Was ist, wenn wir das hier hinpacken? Da haben wir eigentlich eine komplette Abdeckung bis da hinten, ne? Ich meine, 18.000 plus machen wir halt immer noch. Ja, ich glaube, die ist okay. Polizei machen wir aber nur eine kleine. Ding. So, Polizei am Start. Feuerwehr am Start. Wie sieht es denn aus mit den Krankenversorgungsdiensten? Die sind eigentlich gut. Hier ist alles grün. Jeder kommt dran. Altenheim, Verbrenner vielleicht noch an der Stelle. Hier ist ja gar keine Abdeckung drin. Die machen wir direkt mal neben der Polizei. Falls die mal, keine Ahnung, ein paar Insassen vergisst, können wir das da mal reinballern. So. Fähren. Ah ja, jemand hatte geschrieben. Ich glaube, der Markus war es. Dass hier mit relativ wenig fahren, weil die Leute hier nicht abgeholt werden. Aber ich denke, die laufen doch hier rüber, oder? Oder ist das zu weit für die? Sagen die auch, nee, das ist uns zu weit? Das wäre aber echt blöd, weil da wuselt's richtig. Okay, warte mal, wir müssen mal ganz kurz gucken. Da ist eine Haltestelle. Also wir können einen kleinen Umweg fahren. Pass mal auf.
Wir können da einen kleinen Umweg fahren. Und wir machen, damit da auch ein Zebrastreifen ist, nochmal hier eine Straße hin. Warte. Das sieht einfach so weird einfach. So. Dann können die da rüberlaufen, wenn sie wollen. Und jetzt schließen wir die an. Kommt her, meine Damen und Herren. Oh. Das geht da hoch. Hier ist die Haltestelle, ne? Genau. Boah, ich wünsche mir den Underground Mode. Bitte, Paradox, ruft mich an. Ruft mich doch endlich an. Ich sag euch ein neues DLC. So. So, dass man zum Beispiel auch einfach oben alles ausschalten können. Zum Beispiel Gebäude ausmachen, Straßen ausmachen oder Straßen lassen. Nur Gebäude weg, Geländespezifikationen ausschalten, dass man nur die U-Bahn sieht. Dann den Underground ein bisschen besser steuerbar, dass man auch, sag ich mal, Tiefgaragen bauen kann und alle möglichen Sachen, die so nach unten gehen. Die Bunker aus Natural Disasters, dass die ein bisschen präziser drin sind. Sowas halt, ne? Hör mal. So, ich muss jetzt warten, bis die Bahn abgedatet hat. Die fährt jetzt da unten einmal lang. Fährt natürlich erst da vorbei. Ich warte jetzt, bis die Striche da sind. Bis die merken, ach, guck mal, da fahren wir jetzt her. Da ist schon mal die erste Bahn. Und dann kann ich sagen, halt mal hier fest. Warte. So, warte, da ist die andere jetzt. Okay, perfekt. Eine Linie. So, jetzt halten die beide da. Okay, bin gespannt, ob das die Fähre boostet oder nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Aber wäre schon geil, wenn die dann halt hier hingehen könnten. So, das wäre schon Taco. Richtig gut. So, was macht unser Gebiet auf der Seite? Da hinten finden sie Leute zu laut. Ignorieren wir einfach mal. Klar, hier entsteht gerade noch nicht so viel, weil hauptsächlich wird gerade Gewerbe und Industrie gefragt. Hier vorne möchte ich keine Industrie haben. Gewerbe können wir mal drüber reden. Industrie, wie gesagt, nicht. Und wir könnten eigentlich hier auch nochmal eine Straße wegmachen. Dass ich die ganze Zeit im Underground bin. Was denn da los? Okay, aber da gucken wir dann später nochmal. Wir haben jetzt... Alter, ich habe dieses Gebiet gebaut und währenddessen sind nochmal 10.000 Leute eingezogen. Der Wahnsinn. Wo denn überall? Ne, da nicht. Komisch. Okay, hau da rein. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder im nächsten Park von City Skyline. Tschüss.